bin Thomas Bischoffer, Sales Manager bei Riedel Communications. Wir sind hier auf der IBC 2024 in Amsterdam und heute zu Gast bei TVN mit Bastian. Bastian, erzähl uns doch mal ein bisschen, wo wir hier sind, was ihr hier gemacht habt. Wir sind auf dem TVN Ü8, also auf dem neuesten Ü-Wagen aus unserer TVN-Flotte. Der Ü8 hat jetzt die letzten Monate in Berlin gestanden und bei der Europameisterschaft produziert. Das waren seine ersten Produktionen und da freuen wir uns natürlich, dass wir ihn jetzt hier auf der IBC auch der Branche und jeglichen Interessenten vorstellen können. Ja, cool. Ihr habt euch ja viel für Riedel-Produkte entschieden. Also ihr habt auf dem Wagen, wenn ich mich hier umschaue, Smart Panels, ihr habt die Artis, ihr habt Medionet, ihr habt viele, viele Riedel-Produkte. Wie kam es dazu? Wieso? Es ist ja bei so einem Projekt, wenn man einen Ü-Wagen baut, gerade das Konstrukt des Ü8 ist ja wirklich ein Unikat in der Art, wie er gebaut wurde, wo viel Hirnschmalz reingeflossen ist natürlich von unseren TVN-Ingenieuren. Und bei so einem Projekt ist es besonders wichtig, dass man mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, voll Vertrauen hat und einfach auch die volle Power auf die Straße bringen kann. Da haben wir mit euch zusammen die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen, natürlich viele erfolgreiche Projekte gemeistert. Und darum stellte sich die Frage eigentlich nicht, dass klar ist, dass wir die Riedel-Technik auch im Ü8 wieder mit einbauen. Was plant ihr mit dem Ü-Wagen? Wo wird der hingehen? Und wie hilft euch Riedel? Wie helfen euch Riedel-Produkte bei diesen Produktionen? So ein Ü-Wagen wie der TVN Ü8 ist natürlich ein Ü-Wagen, der für die großen Produktionen, für absolute Premium-Produktionen gebaut ist. Ich habe gerade schon gesagt, bei der Europameisterschaft in Berlin war es jetzt das Finale. Wir machen Champions League Host Broadcastings mit dem Auto oder auch große Konzerte, Festivals wie Wacken zum Beispiel. Also sehr kleinteilig komplexe Produktionen auch einfach, bei denen natürlich das Thema Kommunikation ein sehr wichtiges ist. Darum haben wir mit der Riedel Artis da eine Lösung mit integriert oder uns dafür eure Lösung entschieden, bei der wir einfach auch wissen, dass es die Power hat, die wir benötigen. Wir haben nicht nur die Smart Panels, sondern haben da ja auch die Erweiterungsoption, die ihr hier auf der IBC auch vorstellt mit den Virtual Smart Panels. Und das ist natürlich ein Thema, was uns auch deutlich flexibler noch macht im Set, wo wir zusätzlich zu den 32 Boleros, die wir auch fest mit auf dem Auto haben, dann auch die Chance haben, weitere Kollegen oder Aufnahmeleiter im Set mit auszustatten. Zusätzlich zur Intercom-Lösung von Riedel habt ihr euch ja für Medionet entschieden. Erzähl mir doch da mal ein bisschen drüber. Bei diesen komplexen Produktionen, die wir machen, ist natürlich die Anbindung zum Set der entscheidende Faktor. Daher haben wir uns für die Medionet-Lösung entschieden, um einfach flexibel zu sein, sowohl was die Audiosignale auch als auch die Videosignale angeht. Und der entscheidende Faktor war, dass wir auch die 12G-Signale aus dem Set unkomprimiert auf den Ü-Wagen bekommen.